Ich weiß nicht, wie ich ihn nennen darf. Ich nenne ihn einfach Jumo. Nenn ihn Jumo. Jumo ist cool. Hoffe, mich das dann verwirrt. Hm? Der hat coole League of Legends Videos. Mann! Ja, er ist ziemlich gut in dem Spiel, habe ich gehört. Er ist mega gut in dem Spiel. Aber hat keine guten Leute zum Zocken. Ja, das ist immer das Problem bei solchen Spielen. Der Kerl carried das ganze Spiel und die anderen geben ihm die Schuld, dass es schief lief, weil sie eifersüchtig sind. Eifersüchtige Trottel. Das sind wie Mädchen so in der 7., 8. Klasse, wenn die erste Brüste kriegt, dann heißt es immer, boah, du bist zu dumm. Dabei sind sie nur neidisch. Jetzt war ich abgelenkt. Oh, ist das euer Knuddel dich? Crash unter den Tisch kehren. Hier ist das Achievement, das gleich ausgeblendet wird. Das ist ja so süß. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Komm schon. Boah, hast du Gerübse? Riechst nach Wurst. Jetzt bin ich abgelenkt. Ich bin auch drauf, okay. Kann sein. Ich erinnere mich nicht dran. Riechst du nach Wurst? Das ist ekelhaft. Ja, wahrscheinlich habe ich Gerübst. Wow. Boah, geile Kombo. Und sogar aus dem Leben gerettet. Guck dir das. Wie geht das? Nicht ins Licht. Ich weiß, aber wieso jetzt springst du schräg rüber. Ich war nicht im Licht. So. Ja, und dann nicht ins Licht. Yeah, hast du das durch das gesehen? Letzte Licht kannst du ruhig springen. Warte, bis ein Bock kommt. Warte. Ja, jetzt rüber. Zu spät. Warte. Ja? Warten, mit hingehen. Ja! Ich wollte da nicht hin. Er ist hingerutscht. Lies das. Ich bin Main Support. Natürlich ist der Carry oder Support immer schuld an der Niederlage. Oh, ich liebe Support-Spielen. Oh, ich liebe Sona oder Leona. Ah. So geil. Das schaffe ich nämlich. Ich warte hier. Wenn jemand klein ist, ist der gar nicht groß. Das ist irgendwie logisch, Lukas. Das hast du richtig erfasst. Muss man das jetzt? Ich dachte immer, der Jungler ist schuld. Boah, die Junglers sind immer schuld, wenn die zu blöd zum Ganken sind. Ganz ehrlich, ey. Und wenn sie da mal ganken, ist es zu spät. Guck mal. Ja. Siehst du? Oh, cool. Das kann ich mir nicht merken. Hier war doch vorher Nitro. Schreib's mir auf. Ja, das ist halt kaputt, das Nitro. Jetzt rüber! Schneller! Zu spät! Oh, gut. Okay, alles klar. Das ist Leben 0, oder? Nein, 1. 1 haben wir noch? Okay. Wie groß seid ihr? Ich bin 1,69. 69. Ja, das ist echt geil. Ich glaube, ich bin 1,78 oder 1,76. Ich weiß es nicht mehr. Ja, du bist zu groß. Echt? 1,76 oder 1,78. Du bist fast 10 cm größer als ich? Krass. Was tust du? Was? Ich hatte Überduga verbraucht. Also. Warum bist du ins TNT gerutscht? Weil ich Überduga gerade verbraucht hatte. Ich dachte immer, ich wäre größer, aber meine Frauenärztin hat mir dann mitgeteilt, dass ich kleiner bin, als ich dachte. Du hast keine 1,70. Was? Nein, ich bin 1,70. Und wie groß seid ihr alle so? Gute Frage. Jumo, wie groß bist du? Das ist gemein. Natürlich bin ich gemein. Und das weiß ich. Wo ist eigentlich Dark Kingdom hin? Dr. Kingdom. Auch einer unserer Stammzuschauer. Der weg ist. Ja, ist irgendwie verschwunden. Ich konnte wieder keinen Doppelsprung machen. Vielleicht guckt er wieder auf der Wii U. Ich bin 4 seit. Was? Ich bin 15 und 1,96. Ich bin 4. Ey, guck mal, der hat Zahlen verdreht. Er dachte, das wäre cool, wenn er meine Warte, Zahlen wieso kommt, verdreht. Wieso kommen sie jetzt mit dem Alter? Weiß ich nicht. Ich bin seit. Was? Ich bin 4 seit. Okay. Ich bin 4 erinnert mich an Warcraft. Was geht denn 1,96, 1,90? Wie groß sind die denn? Das sind richtige Riesen. Das mit dem 1,96 glaube ich irgendwie. Ich finde das immer einschüchtern, wenn da so ein 2-Meter-Mann vor mir steht und ich dann erst mal mein Shirt nach oben ziehen muss hier. Oh. Ja, ich war schon mal mit einer Freundin verabredet, die hat einen Typen im Schlepptau, der war über 2 Meter groß und der hat mir immer irgendwie, ich weiß nicht, ob er geschielt hat oder ob er wirklich auf meinen Aufstieg gestartet hat. Nein, er hat geschielt, der arme Kerl. Ja, also, ich meine, der braucht aber nach unten schielen und dann boing. Ach, so läuft das. Ja. Deswegen große Männer schüchtern nämlich immer ein. Also wäre ein großer Mann nichts für dich. Mm-mm. Mein Bruder ist ja schon so gigantisch groß. Der ist ja, glaube ich, 1,98 ist der groß. Ich weiß nicht, ob er die 2 Meter schon erreicht hat. Nein, ich will das Leben haben. Nein. Und er war schon immer so groß, seitdem ich denken kann. Aber irgendwann bin ich größer geworden, dann war er gar nicht mehr so groß. Ja, das macht Sinn. Das ist das, was Lukas eben geschrieben hat, oder? Wenn man nicht so groß ist, ist man kleiner. Ja, eben. Das ist logisch, ja. Ich mag meine Größe. Ich habe eine schöne Größe für eine Frau. Finde ich. Mir kommt das drauf an, wie groß der andere ist.
Ja, es ist. Ich meine, wenn ich eine größere Freundin hätte, wäre das ein bisschen uncool. Ja, ich finde es auch gruselig, wenn der Mann kleiner ist als die Frau. Ja, das ist irgendwie schade. Ja, weil ich meine, Frauen, die meisten Frauen wollen sich ja beschützt fühlen. Und wenn dann so ein kleiner Mann kommt. Und man guckt so gern nach oben als Frau und als Mann so gern nach unten. Und das ist so süß beim Küssen, wenn sich die Frau auf die Zehenspitze stellen muss. Oh. Das ist so süß. Was haben wir denn hier? Ich bin 1,79 zumindest mal für den Pass geschätzt. Und ich bin 4, habe ich geschrieben, weil nicht seit, sondern seit. Da stand für eine Zeitangabe. Was, du bist seitdem du 4 bist, bist du 1,79 groß? Das ist krass. Scheiße krass. Hier. Boah, hättest Basketballspieler werden sollen in der Jugendliga. Was, Lukas hat einen Wachstumsschaden und habe deshalb Asthma, weil meine Lunge zu... Ich hatte auch mal Asthma und das lag an der Pille. Ernsthaft? Du bist wirklich so riesig? Wow, jo. Krass. Und tut mir leid wegen dem Dings. Asthma ist echt nervig. Man kann gar nichts machen damit. Das ist so ätzend. Du musst es immer dabei haben. Und wehe, du gehst mal einen Schritt zu schnell, dann bist du gleich am Ersticken. Ich hatte dich doch angeschissen, weil du dein Dings nicht dabei hattest. Du wolltest mir mal was machen. Er hat mich angeschissen, weil ich mein Asthma-Spray verschmissen hatte. Ja, ich habe gesagt, du sollst sich was Neues besorgen, sonst gehen wir nicht weg. Ich habe es halt nicht mal gebraucht, weil... Ja, aber Mann. Ach ja, guter Tipp, Lukas. Regelmäßiges Joggen, so 2 bis 3 Mal die Woche, eine halbe Stunde. Das wirkt, das hilft wirklich gegen Asthma. Oder du verreckst, eins von beiden. Nein, wenn du langsam anfängst, das ist wirklich echt gut für Asthma. Also für den Anfang erstmal so 30 Kilometer am Tag. Nein, du darfst ja als Asthmatiker nicht zu viel joggen gehen. Das ist es ja. Wir raten es immer von ab. Also. Deswegen, ich habe das Spray gar nicht mehr gebraucht. Sorg dir einfach Ratten, dann ist dein Leben definitiv schon besser. Oder du setzt die Pille ab. Willst du jetzt einen kleinen Bub sagen, soll die Pille absetzen? Ja. Was ist, wenn Mädchen zuschauen, die setzen jetzt die Pille ab, weil sie Angst vor Asthma haben, dann werden sie schwanger und die Eltern töten dich? Warum verschreiben Eltern ihre Haben wir das zweite schon gemacht? Das haben wir nicht gemacht. Gehen wir auf das zweite. Das zweite, da waren wir gerade. Sicher? Nein. Wir waren bei dem ersten. Oh. Oh mein Gott, nein, ein Flugzeuglevel. Ein Flugzeuglevel. 48, ein Drittel. Krass. Oh, ich habe Schuhgröße 37. Wirst du noch wachsen? Er ist 15, kann gut sein. Hm. Dann wird er bestimmt mal so ein 3-Meter-Typ. Ja. Naja. Schieße die Luftschiffe ab. Feuer! Wie schieße ich? Ah! R2 Maschinengewehr. X-Überschlag, Kreisbremse. Wo ist Kreis? Hier ist Kreis, okay. Und was musst du machen? Alle abschießen oder wie? Alle? Das ist ja ein bisschen krass, oder? Ja, aber du darfst ja nicht getötet werden. Da, links ist Leben. Siehst du das? Das da? Da ist so ein Kreuz drauf. Nein, flieg einfach durch und durch die Kiste. Und du musst die ausweichen. Nicht. Doch, du hast 100% Leben links unten. Oh, ach so, ist das... Ah, ja, und die wandern ja auch ja, nicht. Ja, du musst X benutzen und so. Und auf sie drauf schießen, damit sie dich nicht killen. Auf die drauf? Oh mein Gott. Die Flugzeuge. Ich versuch's, aber die sind so schnell. Es ist, glaube ich, nur noch das eine da. Noch zwei. Noch eins. Ja, da hinten hin. Da musst du hin. Schieß die scheiß Luftschiffe ab. Die kleinen. Mach nach X, X. Schieß ab. Ja. Und jetzt ein Luftschiff. Los. Ich versuch es. Toll. Ich bin zu weit weg. Ja. Das ja, ich wachse immer noch. Oh je. Das war ja sehr entspannt. 2,15 Meter. Ach du Scheiße. Ist das die geschätzte, wow. Die geschätzte Größe, die er wird? Krank. Mhm. Das ist echt eine heftige Größe. Oh ja. Bist du da nicht mit einer der Größten dann? Ich weiß nicht, wie groß der größte Mensch ist. Wie groß sind denn so die Größten? Das ist doch schon voll schwierig, Klamotten zu finden. Ich meine, ich hatte mal in der Klasse, der hatte Schuhgröße 47 und er hatte so Probleme, Schuhe zu finden. Er findet mal Schuhe für so große Füße. Boah. Das ist echt krass. Mach du das mal bitte kurz. Ja. Oh, ein Piratenlevel. Geh rein, Crash. Los, spring rein. Trau dich. Ach, das macht wieder sie. Okay. Muss ich da wieder mit dem Schiff fliegen? Mit dem Schiff. Ich fliege mit dem Schiff. So sieht man sich wieder, Crash. Oh, der ist wirklich. Der ist der nächste Boss. Ja. Ich will aber nicht. Ich habe seit unserer letzten Begegnung meine Mechanik überarbeitet. Oho. Also zieh dich zurück oder werde gelöscht. Er will mich löschen? Jetzt seine Mechanik überarbeitet, das ist ja interessant. Also macht er immer noch denselben Scheiß wahrscheinlich mit dem Rumgeballerer. Was? Tell no tales? So. Ach nee, ne? Ach, das ist doch easy. Ach nee, ne? Wie fahre ich damit denn? Wow! Bro, ach, ich kann nur nicht rüberfahren. Ich wollte da drüber jumpen. Boah, 2,70. Okay. Krass. Okay. Was, 2,70?
der Größe. Krass. Krass. Oh mein Gott. Der ist ja... Ja, der ist... Oh mein Gott, so hoch sind nicht mal alle Zimmerdecken. Cool, Markenschuhe kosten für ihn 20 Euro weniger. What the fuck? Ich wollte die Kiste haben, aber ich wusste nicht, dass der Vogel aggressiv wird, wenn ich auf die Kiste schwimme. Ja. Kann man noch was machen, außer X drücken? Ich weiß nicht. Das Coolste ist... Achso, das hast du gerade schon. Ja, mit den 20 Euro weniger. Ja, irgendwas Gutes muss man ja dann mal rauskriegen, ne? Ja, das ist cool. Ja, klar, wenn du so groß bist. Ich meine, da brauchst du immer Sonderanfertigung meistens, ne? Und da kriegt man dann Zuschuss und so ein Shit? Ja, anscheinend. Das ist fair. Das ist echt fair, ja. Wenn du schon so groß bist und eh schon so schwer tust. Ich meine, du bist ja nicht behindert, aber es ist fair, dass da so ein Rabatt existiert für diese Art von, ich will jetzt nicht defekt sagen, nur, ich sag jetzt Andersartigkeit, wenn das besser klingt. Weil ich finde, sowas ist ja nicht direkt ein Defekt. Du bist halt nur einzigartig. Das klingt jetzt so schleimend, aber ich bin davon einfach, ich sehe das anders. Stehen bestimmt voll drauf. Ich sehe das halt einfach anders. Dingo, du Depp, bist jetzt runtergefallen. Hier, komm, kriegst du ein bisschen was Lecker. Ich bin explodiert. Ja. Die guckt ganz böse. Wow. Vielleicht ist sie nicht sogar nass. Ich bin auch mal schlecht schwul, weil die 37er... Echt, es hat jede Frau... Anscheinend will jede Frau 37er Größe haben. Deswegen kommen die 40er Leute da, die 40er Frauen, und kaufen sich 37er Schuhe, damit sie sich gut fühlen. Und deswegen Schande! Ich finde einfach nie Schuhe. Weil die 37 alle vergriffen sind. Oh. Obwohl ich so wenig Frauen kenne, die 37er haben. Die Frauen mit der Größe 36, tut mir leid, das fällt nämlich noch in Kindergröße. Mhm. Das heißt, du hast entweder pinke Schüche mit Sternchen an oder, wenn du Glück hast, fallen die 37er kleiner aus. da habe ich auch mal eine kennengelernt, das ist auch so ätzend. Ich hatte das Problem, dass mir oft Handschuhe... Ernsthaft? Die sind nur billiger, weil sie niemand kauft? Was? Ja gut, es gibt halt nicht so viele wahrscheinlich, die so große Füße haben. Deswegen sagt er. Oh, ich glaube, man kann da auch hinten rumfahren. Was meinst du? Das hat zumindest so... Ah, da bin ich gerade explodiert. Super. Hast du gerade in die Zukunft gesehen? Ja. Nein, da bin ich vorhin schon explodiert, deswegen. Genau an der Stelle. Oh, Level 0. Level 0. Leben 0. Na. Komm schon. Okay. Ich will das Level nicht mehr spielen. Mach es fertig. Aber das ist cool mit dem Piratenschiff. Sieht nice aus. So weit fliegen die Kanonenkugeln gar nicht. Kanonenkugeln, ja. Die sind ja auch schwer, musst du bedenken. Soll ich mal probieren, hinten rum zu fahren? Ja, fahr mal hinten rum. Ich glaube, es geht nämlich. Ja, sieht zumindest gut aus. Das ist wohl der Secret-Chiller-Weg. Aber was ist das? Oh mein Gott, vom Wegen! Mies. Oh mein Gott! Hier geht ja voll die Post ab. Checkpoint! Okay, da scheint es weiter zu gehen. Gut. Es ist ja echt schön gestaltet. Ich will Jetski fahren. Oh ja, ich auch. Gott, du ein bisschen viel Geld manchmal. Ja, echt? Ja, du bezahlst zwischen 50 und 100 Euro, je nachdem wo. Krass. Mhm. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also für eine Stunde oder eine halbe Stunde. Okay. Teuer ist für eine Stunde 100 Euro, ist so normal bis teuer. Wahnsinn. So billig kannst du sagen, 50 Euro für eine halbe Stunde. Ich will tauchen gehen. Ernsthaft? Irgendwann im Strand. So einfach mal einen kurzen, ganz kurzen Tauchertrip, weißt du? Und die bieten ja das oft an in so Urlaubs. Ich mag das nicht so. Ich fühle mich nicht wohl unter Wasser. Ich habe Angst, da passiert was und ich kann nichts dann ändern. Mhm. Ja, ich weiß noch nicht, wie außerdem ich das fühle, aber... Außerdem sind Bekannte von mir beim Tauchen verreckt. Und ich bin behindert, Asthma. Der Arzt sieht keine Chance auf Besserung. Ja, ist nicht gleich eine Behinderung. Es ist halt nur eine kleine Einschränkung, sage ich mal. Gut, die Definition von Behinderung ist ja Einschränkung und so weiter. So gesehen schon, aber ich finde, behindert klingt immer ein bisschen krass. Vor allem wegen sowas. Sowas ist doch nicht gleich eine Behinderung. Nee, es ist so. Also, kommt auch an, wie schlimm. Ja, ne? Und ich meine, wie gesagt, das kann man ja trainieren. Dass man halt wieder Sachen machen kann, die andere machen können, sage ich jetzt mal. Ich habe mein Asthma, am Anfang konnte ich ja so gut wie gar nichts machen. Ernsthaft? Was denn? Hast du den Kristall nicht erwischt? Aber wie gesagt, das kann man ja trainieren, indem man einfach ein bisschen Sport macht, sich ein bisschen fit hält, dann wird das auch besser auf jeden Fall. Es wird so nie ganz weggehen, aber ich habe das Spray immer seltener gebraucht. Als ich dann die Pille abgesetzt habe, habe ich gemerkt, das kommt von der Pille, okay. Dann hatte ich das zum Glück auch wieder los. Das war nämlich echt nervig. Gut, dass es hier keinen Timer gibt. Das wäre nervig. Wie fies! Oma Dugga, unser Lebensretter. Oh mein Gott, Jumbo hat ein Eis! Cheetah! Ach, warst du schon mal tauchen, Saul? Nö. Wir wissen da nicht vorbei. Nö,
Nicht so. Aber jetzt schaut's gut aus. Du musst dich nur einmal kurz umdrehen. Da will ich rein. So, das schaut gut aus. Oh mein Gott, ja, das ich hab das Leben, das Leben beendet. Ja, bitte, du bist dran. Okay. Auch ins nächste Level. Ja, läuft doch relativ gut. Muss ich mal sagen. Ich könnte dauernd zocken. Wer hätte es gedacht? Toll. Ne, was ich wirklich liebe, ist einfach 24 Stunden, 7 Tage, 365, ne, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, all inclusive in einem Hotel in Portugal, Ollos da Aqua. Geil, oh, besser geht's gut. Nicht. Dauernd fressen, dauernd was saufen, nur chillen, Sonne, Strand, geil. Hallo? Das Level haben wir schon. Ach, das ist das, was wir gerade gemacht haben? Ja, ja, perfekt. Die letzten zwei Level haben wir voll gerockt, komm, Fistbump. Ja, ja. Bam! Ich hab's euch nur mal mit Sound hinterlegt. Nee, ist das wieder so ein Industrie? Das ist ein Industrielevel. Nein. Will auch tauchen gehen im Meer, aber nachher meinen die noch, ich wäre eine See. Ein Seeungeheuer. Ich habe heute gerade Seegurke gelesen. Was ist das für ein krasser Sportlehrer? Ich dachte bestimmt, der benutzt das nur als Ausrede mit dem Asthma. Ich hätte den Lehrer verklagt. Ich hätte ihm Stinkefinger gezeigt. Ich hätte ihn verklagt und ihm den Stinkefinger gezeigt. Ganz ehrlich, ey, wenn ich Asthma habe und der mal nicht so laufen, zeige ich ihm sonst was. Kann doch nicht angehen. Oh, oh gut. Oh, das habe ich gut gemacht. Ohne, dass sie losgeht. Das kriege ich nie wieder so. Sonic, hin. Das ist voll Sonic-mäßig gerade. Ja? Das ist so futuristisch und schnell mit den Laufrennen. Ja, mich erinnert das gerade ein bisschen an diese Stadtrennen. Nachts in der Stadt, diese Rennen, weißt du? Oh. Ja, das ist ja direkt an der Ding. Okay. Alles gut, ich lebe noch. Ja. Ich lebe noch. Komm bitte bis zu einem Checkpoint. Ich versuch's. Das wäre cool. Level ist Achtung, hier wirst du langsamer. Ja, ja, jawohl. Well. Komm schon. Ja. Was bist du denn? Holy Lauf. Shit. Oh, oh. Nicht springen, da wirst du langsamer. Entschuldigung. Nicht schlimm. Es tut mir leid. Ich verzeihe dir. Achtung. Interessante Dinger. Was ist das? Fliege ich damit rum? Ja. Piu. Oh yeah. Nicht bewegen. Aber du kannst darauf immer noch laufen. Gleich kommt Batman. Ich glaube, früher konnte man da, glaube ich, nicht runterfallen von den Dingern. Jetzt wahrscheinlich schon. Ach so, okay, ich weiß es nicht. Ja, weil ein ich Checkpoint. Kann mich erinnern. Oh mein Gott, ich bin zum Checkpoint gekommen. Warum sind da Eisendinger? Mann, ey. Hör auf, den anzupupsen. Ich pupse nichts an. Wie schön, guck dir das mal an. Draufspringen oder von hinten rein, Dad. Oder gar nichts damit machen. Ja, vielleicht ist er... Ist das dein Ernst? Oh Mann. Achtung, nein! Achtung. Oh fuck. Okay, so. Das Beste ist, der Lehrer wurde schon so oft angezeigt, weil der Mädchen beim... Okay. Gut. Okay. Er hat, ja, das ist nicht so toll. Was hat er getan? Mädchen beim Reck über die Stange geholfen hat. An das kenn unpassenden ich noch. Stellen Nein, wahrscheinlich. Das ist, ja, das ist halt das, wo du praktisch dich so gestreckt auf der Stange halten musst. Ja, ich meine nur, er hat unpassende Hilfestellung gegeben. Ja, das ist nicht gut. Ich habe allergenes Asthma. Macht mir praktisch jeden... Oh ja. Und ja, ich war schon tauchen. Gibt nichts Schöneres, als in der von Menschen unberührten Natur unterzutauchen. Ja, das stelle ich mir so schön vor. Ich liebe ja auch Filme wie Findet Nemo und sowas. Und das ist immer so, oh, seitdem will ich unbedingt tauchen. Wenn das so schön aussieht. Aber denk dran, wenn du einen Hai findest, ist der nicht so lieb. Ja, ich weiß. Hai tun ja eigentlich nichts an sich. Außer du blutest. Ja, ja, das macht sie ein bisschen, ja. Aber... Warum sollte man auch bluten unter Wasser? Ja, geh nicht in der Erdbeerwoche ja, tauchen. Ja, das wäre nicht so toll. Ja, wie ist das eigentlich? Wird man da gefragt als Frau? Haben Sie gerade Ihre Periode? Könnte gut sein, dass du gefragt oder wirst. Taucht man da nur in Gebieten, wo es sowas eigentlich nicht gibt? Das wahrscheinlich auch. Ja, ne? Ja, wahrscheinlich schon. Aber du wirst bestimmt auch gebeten, nicht mit deiner... Gut, aber ich meine, wer fährt schon mit seiner Periode in den Urlaub an den Strand? Oder du gehst nur bestimmt in Süßwassergewässern oder so, wo nichts kann. Ja, oder so. Gute Frage. Naja, ich will auf jeden Fall irgendwann mal tauchen gehen. Das ist so ein kleiner Lebenstraum von mir. Ja, einfach irgendwann mal so eine Runde tauchen. Und ich würde mir gerne die Augen lasern lassen, damit ich wieder anständig Boah, sehe. Boah, mach das ist voll gefährlich. Ja, tauchen auch. Mann, aber nicht so gefährlich wie lasern. An der Uniklinik meine Augen lasern ist bestimmt sicherer, als du irgendwo in der Pampa tauchen gehen. Uniklinik geht's noch? Wir haben renommierte Unikliniken in Deutschland, die das machen. Eine Uniklinik? Die heißen Uniklinik, weil die Leute von der Uni da lernen. Ah, so geht das. Ja, aber diese Prozeduren führen keine Studenten durch. Okay. Okay. Da arbeiten nicht nur Studenten. Okay.
Da sind natürlich auch Professoren hochgelernt. Ja, aber was ist, wenn gar kein Professor da ist und du einen erwischt? Dann wird dir nicht das Auge von einem behinderten Studenten gelasert. Woher willst du das wissen? Das ist Logik. Ja, aber kann doch sein, er muss das doch irgendwie lernen. Ja, und wenn der Student Pause hat, macht's der Hausmeister. Ja, genau. Nee, der Hausmeister muss das ja nicht lernen, aber die Studenten müssen das ja irgendwie lernen. Also kann das gut sein, dass du da... Boah. Ja, ist doch so. Ganz ehrlich. Ja, komm wieder runter, Crash. Ja, Augenlaser ist voll gefährlich. Ja, klar ist das gefährlich. Neue Erkenntnisse für Chaos-Schaukel. Was denn? Keine Ahnung, dass nicht nur Studenten an Unikliniken lernen wahrscheinlich. Ja, ist mir klar, aber... Ich meine, echt gut sein, dass du so einen erwischt. Ja, ein Student, der einfach mal probieren will, ne? Ja, dann muss das doch irgendwie lernen. Der kann aber nicht an mir. Der kann doch nicht nur an Videos das lernen. Das ist wie mit einer Friseuse. Ja. Wenn eine Lernende an dir arbeiten will, musst du gefragt werden, ist das für dich okay? Wenn ein promovierter Arzt mich fragt, ist es für dich okay, wenn der Student deine Augen durchlasert? Ist ja kein Student. Nee. Also doch, es ist ein Student, aber... Ich meine, irgendwann muss das ja zum ersten Mal machen. Ja, aber nicht an mir. Ja, aber es sagt doch jeder nein. Und irgendwann muss das ja. Also werden die wohl kaum fragen. Die wird sagen, ja, der hat das schon ein paar Mal gemacht, ne? Das machen die sich strafbar. Hat sich schon Videos angeguckt, der weiß, wie das geht, ne? Boah. Oh. Boah. Ja, ich weiß aber, die Uniklinik, wo ich herkomme, die war halt sackrisch schlecht. Du kommst ja auch aus Bayern? Ja. Siehst du? Und die, wo ich halt aufgewachsen bin, die war halt echt, die hat halt so einen schlechten Ruf gehabt. Deswegen habe ich schlechte Erfahrungen mit Unikliniken. Ah, es ist einfach schön, sich so anzukacken. Ja, es war mal echt eklig, wenn es dann hieß, ja, ich verweise in die Uniklinik. Nö, ich gehe da nicht hin. Ja, es haben sogar schon Bekannte von mir gesagt, Eltern von Bekannten, nö, ich gehe da nicht hin. Na gut, die Bayern sind auch immer ein bisschen skeptisch. Nein. Nein. Du bist aus dem Mittelalter, was? Was ist denn am Bayern bitte schon Mittelalter? Wie duck ich mich? Also bitte. Duck dich da. Wow. Ducken! Gut. Ducken, trippeln, dönen, ditschen, datschen. Hör auf so. Damit. Was zur fucking... Warum? Ich drücke einmal auf Birk, immer. Wie ducke ich mich so, ne? Ja. Allergenisch, spasmisches, beidseitiges Asthma ist bekannt als Duplial... Okay, sagen wir mal, du hast Asthma. Das hat er schon mal geschrieben, du musst da drauf eingehen. Na, aber er hat jetzt, nein, er hat jetzt... Er, nee, das hat er schon mal das geschrieben. Das hat er da oben schon mal geschrieben, ja. Ach, das war mir so kompliziert, also habe ich es gelassen. Ja, das klingt sehr kompliziert. Das ist immer diese Diagnose-Dinge. Ich merke mir die... Da! Ah, warum machst du das? Warum trittst du nach dieser scheiß Kiste, Crash? Hast du die ganzen... Das ist schon das dritte Mal. Ungefähr 20 Stunden, die wir schon gespielt haben, wenn es hinkommt. Das ist schon das nichts dritte daraus Mal. Gelernt, dass Nitro wow. Aua machen. Wieso ist die gehüpft? Warum bist du schon wieder da runtergefallen, du dumme Ratte? Hast du eine PS4 geholt? Oh, hi übrigens. Hallo, wer? Der war, glaube ich, schon Lux! Mal... Ach, stimmt, der war beim ersten Spiel mit dabei, glaube ich. Du hast aber letztens schon mal geschrieben, dass... Du hast mir einen Kommentar geschrieben, dass ja, du eine PS4 genau. hast. Ja, genau. Ist cool. Hast du es jetzt auch schon das da Spiel? Da hatte ich dir doch drauf geantwortet. Mhm. Und wie weit bist du? Sind wir weiter? Wir sind weiter, oder? Wir sind weiter. Ja gut, wir spielen nur einmal die Woche. Wie geht das da nochmal? Ja, aber wir spielen besser. Nein! Was? Du bist runtergefallen. Aber ich hab doch gedrückt wie ein Irrer. Ja. Komm schon. Ich will das Level machen. Ich will das sowas von machen. Ja. Was jetzt? Ah, komm okay. Hoch. Okay, alles gut. Boah, ich hab den. Die Wumperfrucht weggeschmissen. Ja. Na, oder so. Was denn? Nix. Wenn drei Kisten fehlen, bist du schuld. Was? Bin ich gar nicht. Wir wollen die nicht sammeln. Das machst du nicht an. Oh, er ist am dritten Teil. Echt? Cool, wir auch. Bist du weiter als wir? Dingo braucht nachher noch Aufmerksamkeit. Dingo, Mensch, auf damit. Dingo ist gut. Was ist denn los hier? Ich weiß da nicht mehr runter. Oh mein. Er ist nicht mehr weiter. Oh, komm schon, noch ein Stück noch. Hoch, er kann nicht hoch. Mehr. Er kann nicht los, mehr. Dingo. Er ist fertig mit den Nerven. Lass dich durch. Los, Dingo, du schaffst das. Hoch mit dir. Na los. Na los. Tu es. Ich helfe ihm. Ich helfe ja. 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 Oh mein Gott, der Augen, er quält sich so. Los, fein. Oh, er ist oben. Yeah. Mach das nie wieder, du dummes Vieh. Ganz am Anfang bist du noch hier. Ja, der Anfang ist relativ einfach, zum Glück. Ich mach das nie wieder. Er macht es nie wieder, meinst du? Bist du bist zu dick dafür. No, sei doch nicht so gemein. Machst du mir noch eine Flasche auf? Ist das schon was? Wir haben keine mehr davon. Ja, aber eine andere. Ja, kann ich machen. Aha. Da waren wir gerade, ne? Ja, das haben wir gerade gemacht.
Jawoll, ein Level noch, dann geht's auf zum Boss. Wieso geht er da nicht rein? Wieso geht er da nicht rein? Ja, in Bayern gibt's echt viel Grün und Natur. Das stimmt. Tomb Raider. Raider. Wo ist mein Werkzeug? Da ist mein Werkzeug.